Wenn mein eigenes Ich 90 Komma gewesen wäre und hätte gesagt, was wir da im Weiher schaffen, hätte ich darüber gelacht oder das hätte ich nie geglaubt. Also wenn mir jemand vor 20 Jahren gesagt hätte, wie sich das alles bei uns hier entwickelt, dann hätte ich für verrückt erklärt. Unser Anwesen ist aus einem alten Gutshof entstanden. Das heißt, die Landwirtschaft war im Vordergrund gestanden. Meine Eltern waren viel auf dem Feld, waren viel im Stall. Die Gaststätte haben wir im Prinzip so nebenbei gemacht. Mein Vater, der Erwin, der hat im Winter, hauptsächlich im Winter, das Bier gebraut. Unsere Mutter, die Anni, die war dann abends in der Küche, hat die Brotzeiten für die Gäste gerichtet. Neben der Gaststätte war unser Wohnzimmer, wo wir uns als Kinder viel aufgehalten haben. Und wenn es mal Not am Platz war in der Gaststätte, dann waren die Gäste auch im Wohnzimmer gehockt. Früher sind halt die Leute noch gekommen, da haben wir eine Sorte Bier, die sind mit der Milchkanne gekommen damals und haben das Bier in der Wirtschaft geholt, da haben für ein Brotzeit machen und da haben wir noch die Holzfässer gehabt praktisch, die wo dann oben auf dem bayerischen Anstich ausgestellt waren, die haben wir als Kinder dann die Treppen runterrollen gemisst und wieder einen Keller aufräumen gemisst, die leeren, die vollen hat der Vater mit dem Kreuzen aufgetragen. Wenn man das früher zu heute vergleicht, was das für Knochenarbeit war, das Holz hat man schon im Wald gemacht gemisst, um mit Holz zu schüren. Den Eisenerläuterbottich hat man mit der Schaufel ausschaufeln gemisst, nach oben schmeißen in einem Wogen. Und das war schon ein Knochenjob, richtig hart. Gehe ich jetzt, wo ein Schulzhuthaus da ist, wo man fast bloß noch auf den Knöpfler drückt. Im Prinzip sind wir mit der Geburt ins Unternehmen eingestiegen. Also wir haben ja als Kinder schon mitgeholfen, waren wieder auf dem Acker und waren im Stall angeholfen und haben auch mal abends in der Gaststätte ausgeschenkt. 1982 habe ich das Lernen angefangen. Im September, da war ich 14 Jahre alt, und Ende September bin ich erst 15 geworden, das weiß ich noch, erinnere ich mich noch. Und dann habe ich noch 3 Jahre als Zell gearbeitet. Also was heißt, ich habe länger noch als Zell gearbeitet und habe dann schon nebenbei meine Meisterprüfung gemacht in Kulmbach. Und dann 90 sind wir daheim eingestiegen, also ist mir nichts mehr anderes übrig geblieben, weil wir da ein gebrauchtes Sudhaus gekauft haben und haben das in Betrieb genommen. Und da hat der Vater nicht mehr den lange gebräut, dann habe ich bloß noch Bräuer gemisst. Und da sind wir halt eingestiegen in den Betrieb. Wir haben dann 97 zum ersten Mal unser Weiher Lager in Flaschen abfüllen lassen, damals noch beim Lohnabfüller. Mittlerweile füllen wir selbst ab. Ja, es sind im Laufe der Jahre immer mehr Sorten dazugekommen. Mittlerweile sind es über 30. Wir haben unsere Klassik-Serie, wo unser Lager dabei ist, das Keller, Weizen, Bilz, Kellermärzen, unsere Bio-Schiene quasi. Also wir haben 4 Sorten machen wir als Bio-Biere und unsere Sondersud-Serie, innerhalb der wir immer gerne mal was Neues ausprobieren. Auch als Collaboration Brew zusammen mit einem brasilianischen Brauerfreund oder mit einem amerikanischen Brauerkollegen. 2011 haben wir bereits das erste holzfassgelagerte Bier gemacht. Da ist darüber noch nicht viel gesprochen worden. Da haben wir unser Weiherer Bock in ein ehemaliges Bourbonfass rein. Es macht schon Spaß, das hinterher zu verkosten, wenn dann das Bockbier die Bourbon-Aromen, die Vanillearomen und die Holznoten vom Fass annimmt. Ja, und zum Bourbon-Bock sind dann Sorten dazugekommen, wie ein Stout, das ist unser Weiherer Schwätzler oder das Weiherer IBA oder auch unser Summer Ale. Man kann also schon sagen, dass wir als fränkische Brauerei Vorreiter sind in Sachen Sortenvielfalt innerhalb des Einheitsgebirges. Und ja, da sind wir wirklich stolz drauf. Dass wir den richtigen Weg einschlagen, das sehen wir immer wieder an den Auszeichnungen. Wir nehmen regelmäßig an Wettbewerben teil. Wir haben vor kurzem beim World Beer Cup für unser Rauchbier Silber erhalten. Das ist eine Wahnsinnsauszeichnung. Wenn man überlegt, dass da insgesamt über 10.000 Biere teilnehmen in der Kategorie Rauchbier 100 Biere dabei sind. Das ist Wahnsinn, das ist eine richtige Bestätigung für unser Team. Da sind wir auch mega stolz drauf. Vor 2 Jahren sind wir Kraftbrauer des Jahres geworden beim Craft Beer Award. Auch das war eine sensationelle Auszeichnung. Ja, so gerade als fränkische Brauerei ist das was ganz Besonderes für uns und eine tolle Bestätigung,
dafür, dass man nicht immer das Gleiche macht, sondern mal was Neues ausprobiert und über den Tellerrand hinausschaut. Kreativität ist sehr wichtig, aber die Technik braucht man auch dazu. Und da sind wir richtig gut aufgekommen. Wir haben vor 2 Jahren das neue Sudhaus jetzt in Betrieb genommen von der Kaspar Schulz in Bamberg. Das andere Sudhaus war auch schon Schulz und das davor auch. So lange sind wir schon in Kaspar Schulz verbunden. Jetzt haben wir auch wieder offene Gärbottich, was mir sehr wichtig ist. Das Coole an der offenen Gärung ist, dass man bei Brauereiführern dann Leute noch zeigen kann, wie ein Bier ausschaut, wie die Größen ausschauen, wie die Decke ist, wie Hochgrößenstadium, Niedergrößenstadium. Das ist mir ganz wichtig, das den Leuten zu zeigen. Die Vielfalt, die ich da drin machen kann, ist riesengroß. Ich kann da ein größeres IPA mit einer großen Schüttung machen. Ich habe einen neuen Hopfengeber, wo ich richtig Hopfen reinbringe in die Biere. Ich habe das Vorlauffäß, wo ich schon Vaterwürze Hopfen machen kann und solche Sachen bei bestimmten Bieren, wo ich das haben will. Gerade wenn man sich als Brauerei so entwickelt, immer mehr Biersorten dazukommen, darf man auch beim Thema Umwelt nicht stehen bleiben. Also das Thema Umwelt und Nachhaltigkeit ist uns ganz wichtig. Wir sind schon lange zertifizierte Solarbierbrauerei, sind Mitglied im Qualitätsverbund umweltbewusster Betriebe, machen auch Biobiere. Auch gerade jetzt hier mit dem Neubau haben wir Wert auf die Langlebigkeit der Anlage gelegt. Ganz wichtig war uns die Energieeffizienz. Dann gibt es wirklich ein ausgeklügeltes Energiekonzept dafür. Wir sparen jetzt mit der neuen Anlage im Gegensatz zu davor 40% an Energie ein. Ich bin stolz, dass ich ein Team hinter mir habe, dass ich Arbeiter habe, die schon 15, 16 Jahre bei mir sind. Und die sind immer noch an meiner Seite. Und da bin ich richtig stolz. Und die brauche ich auch. Ich brauche gute Leute. Ich will Qualität und will ein gutes Bier brauen. Das, was wir hier geschaffen haben, ist auch für uns jeden Tag aufs Neue was Besonderes. Zum einen sind wir unserer Liebe zur fränkischen Heimat immer treu geblieben. Regionalität ist uns ein ganz wichtiger Aspekt. Zum anderen haben wir uns aber auch international einen Namen gemacht. Wenn man dann so im Biergarten sitzt, an einem schönen Sommerabend unter den idyllischen Kastanien und da sitzen Bierfreunde aus der ganzen Welt und probieren unser Weiherer Bier, das ist dann wirklich ein toller, wahnsinniger Moment. Und da hat er recht.